Leute, heute gibt es wieder 20 GTA 6 Leaks um die Ohren und inhaltlich habe ich ja einige Sachen, wo ich mir denke, what the peep? Was zum Teufel hat das in GTA verloren? Macht das Sinn? Ist das ein bisschen drüber hinaus oder ist es geil oder ich weiß es nicht? Lasst euch mal überraschen, ich werde hier und da sagen, wo ich mir denke, warum? Oder euer Ernst? Oder keine Ahnung. Also wie gesagt, das ist nur meine persönliche Meinung. Es muss nicht immer alles geil sein, was geleakt wird. Das mag einiges auch ein richtig geiles Feature sein, aber manchmal denkt man sich, was zum Teufel haben die mit diesem Spiel vor? Was soll da passieren? Bevor ich weiter drum rumlabere, wir fangen einfach mal an. Hier habe ich im letzten Video aufgehört. Wir fangen erstmal relativ harmlos an. In GTA 6 soll es oldschool-mäßig Münztelefone geben. Hallo, Jugend da draußen. Wisst ihr, was ein Münztelefon ist? Kleiner Scherz. Warum sollte man Münztelefone haben? Ist eigentlich relativ simpel. Du hast natürlich in GTA 6 ein Handy. Du hast vielleicht irgendwie einen PC, einen Laptop. Keine Ahnung, mit was du wahrscheinlich alles kommunizieren kannst. Aber ein Münztelefon wird einzig und allein das sein, mit dem du vielleicht abhörsicher kommunizieren kannst. Wo du vielleicht an einer Verabredung sagst, Achtung, wir treffen uns dann und dann. Du an dem Telefon, ich an dem Münztelefon. Man kann Münztelefone gegenseitig auch anrufen. Man muss nicht von Münztelefon zu Handy, sondern es geht von Münztelefon zu Münztelefon. Wer das nicht wusste. Also ist vielleicht so ein Gimmick, wo ich mir sage, das darf keiner mitkriegen. Keiner vom FBI oder FIB, wie das hier in GTA heißt. Und so weiter und so fort. Gibt es viele Möglichkeiten, warum man ein Münztelefon benutzen könnte. Dann gibt es wieder Schmuggelmissionen. Gab es in GTA 5, glaube ich, auch schon, wo du mit dem Flugzeug immer irgendwo hin und her fliegst. Ich weiß es nicht mehr genau. Zu lange her. Man soll aber krasserweise zum Beispiel auch illegale Einwanderer schmuggeln können. Wahrscheinlich für a lot of money. Dann geht's weiter. Pfandleihhäuser soll es erstmals in GTA geben. Dort kannst du Sachen kaufen, du kannst Sachen verkaufen, du kannst Schmuggelware kaufen, wahrscheinlich auch verkaufen. Und du kannst über die Pfandleihhäuser wohl die Kopfgeldjagdmission von Lucia starten. 30 an der Zahl soll es da geben und ich habe vor ein paar Tagen oder lass es vor ein paar Wochen sein, je nachdem wann dieses Video rauskommt, habe ich darüber berichtet, die wohl eventuell zwei schwersten Trophäen. Eine darunter ist eben die 30 Kopfgeldjagden zu beenden, ohne das Ziel zu töten in allen 30 Missionen. Finde ich sehr, sehr interessant und ich glaube mit den Pfandleihhäusern ist noch mehr gewesen. Habe ich jetzt leider aber tatsächlich überhaupt nicht im Kopf. So, jetzt kommen wir zu einem Punkt, da wahrscheinlich scheiden sich da die Geister. Habe ich in einem Leak gesehen. Ich habe überlegt, ob ich das mit reinnehme in den Leak, aber mein Gott, stammt nicht von mir. Der Kluckucks-Clan. Wer nicht weiß, was das ist, googelt es gerne oder spart es euch. Es hat was mit Rassismus zu tun und schwarzen Hass und so weiter und so fort. Jetzt habe ich es mehr oder weniger schon erklärt. Der soll angeblich irgendwo im dunklen Untergrund von GTA 6 vorherrschen oder zu finden sein. Weiß der Geier was? Das soll wohl eine Art, ja, die dunkle Seite von GTA 6 zeigen, als wäre GTA 6 nicht schon dunkel genug mit diesem ganzen Mafia-Gedöns und hast du nicht gesehen. Also das finde ich krass. Ich bin gespannt, ob das tatsächlich stimmt, ob das reingenommen wird und ob das nicht vielleicht sogar für den einen oder anderen ein bisschen zu weit drüber ist. Aber schaut einfach mal selber, was wir in GTA alles machen können. Also wenn da nicht schon genug ist, was sehr weit drüber ist, dann weiß ich es auch nicht. Aber das ist halt nochmal eine andere Nummer, muss ich mal sagen. Ich bin gespannt. Lassen wir uns mal überraschen. Hologramme. Star Wars Style. Es soll Hologramme geben, mit denen man Gegner täuschen kann. Ablenkungsmanöver. Wie groß, wie klein, keine Ahnung. Müssen wir abwarten. Raubüberfälle planen. Das kennen wir jetzt schon länger auch aus GTA 5, GTA Online, hast du nicht gesehen. Aber es soll wohl so sein, dass wir nicht erst ewig weit in der Story fortgeschritten sein müssen, um die Raubüberfälle zu planen und irgendwelche Gangmitglieder anzuhören, die dir bei dem Raubüberfall helfen und so weiter und so fort. Es gibt sowieso unzählige Varianten, um Geld zu verdienen in GTA 6. Jetzt kommt etwas, da habe ich echt überlegt, ob ich das in ein extra Video packe, aber das, da hätte ich wahrscheinlich auch nur eine Minute gequatscht, aber es ist ein so sensationelles oder so eine so sensationelle Information, ein sensationeller Leak. Warum habe ich mit diesem Wort sensationell so ein Problem? Es ist ein Mega-Leak. Es soll in GTA 6 ein Schwierigkeitsgrad geben. Jetzt bin ich mir nicht sicher, ob das zum Start sein wird. Achtung, du startest GTA 6 neu
Vielleicht gibt es auch ein GTA 6 Plus, ich bin mir nicht sicher. Ich weiß halt nicht, ob wir direkt, was weiß ich, Anfänger, Normal, Profi wählen können oder ob wir es wie in verschiedenen anderen Spielen, da würde mir jetzt zum Beispiel Destiny einfallen, dass wir bestimmte Missionen wiederholen können, einfach schwerer spielen. Könnte sein, aber das kann ich mir so nicht vorstellen. Ich denke mal, dass man vielleicht zum Start einer Mission das vorher sagen muss oder einfach zum Start des gesamten Spiels der neuen Story. Keine Ahnung, muss man abwarten, was trägt zum Schwierigkeitsgrad bei. Natürlich die Intelligenz der Polizei, wie schnell die reagieren, wie schnell du stirbst, wie viel Schaden du nehmen kannst und so weiter und so fort. Und wahrscheinlich vielleicht sogar, wie viel Schaden du mit einer Waffe austeilst oder mit deinen Fäusten. Das alles, denke ich, nimmt einen direkten Einfluss auf den Schwierigkeitsgrad. Schauen wir mal. Auf jeden Fall, die KI soll extrem heftig sein, was den Schwierigkeitsgrad betrifft. League Nummer 11. Würde ich richtig dämlich finden, wenn das tatsächlich so kommt? Angeblich, angeblich. Genießt das mit Vorsicht, sollte man mit Leaks sowieso tun. Keine Minimap, wie wir es in jedem GTA, zumindest ab 3D, kennen. Ich wüsste nicht, warum wir dieses Feature weglassen sollten. Es wird natürlich Möglichkeiten geben, sich über der Map fortzubewegen, zu navigieren und zu checken, wo man ist, ohne die Kontrolle irgendwie zu verlieren. So wird es zum Beispiel auch Fahrzeuge geben, die dich navigieren können per GPS oder eben selbstfahrende Autos, wie ich es im letzten Leaks-Video schon erzählt habe. Müssen wir mal abwarten. Ich hoffe, dass dieser Leak nicht stimmt, weil ich sehe keinen Grund, warum wir die Minimap weglassen sollten. Ich mache mal kurz die Kamera aus. Da ist eine Minimap und ich finde, so eine Minimap ist was Tolles. Ich möchte eine Minimap haben. Also, wenn sie stört, soll man sie ausschalten können, aber nicht komplett weg. Schreibt mal in die Kommentare, was haltet ihr von Minimap weg? Ich bin mir sicher, das finden die meisten nicht so geil. Nächster League, bevor ich hier einen Faden verliere, Underground Rennliga. Muss ich, denke ich, nicht viel zu erzählen. Es soll über 300 Fahrzeuge in GTA 6 geben, 300 verschiedene. Das klingt jetzt meiner Meinung nach. Ich meine, klar, es gibt Rennspiele, offizielle Rennspiele, die nur ein Rennspiel haben, die haben weniger Fahrzeuge. Aber ich finde, für so eine große Welt klingt 300 gar nicht so viel. Aber ich glaube, über kurz oder lang werden mehr Fahrzeuge reingepatcht. Geht ja mal davon aus, dass das passieren wird. Jetzt kommt ein Leak, da überlege ich, warum. Vielleicht ein cooles Gimmick, aber könnte ich auch darauf verzichten. Tiere steuern. Also es gibt Tiere in GTA 6 und es soll in bestimmten Missionen, um dir einen anderen Blickwinkel zu verschaffen, wohl soll es möglich sein, in bestimmten Situationen Tiere zu steuern. Was weiß ich, eine Katze oder ein Hund oder sowas in der Art. So habe ich es gehört. Ob das so kommt, also ich wage es tatsächlich ein bisschen zu bezweifeln, aber in GTA ist wahrscheinlich nichts unmöglich. Trip nach Japan wäre meine nächste Notiz. Es soll wohl so sein, dass wir für mehrere Missionen einen Trip nach Fernost vornehmen und so zum Beispiel in Japan, in irgendeiner Stadt wie, keine Ahnung, Tokio oder so, ein paar Missionen erledigen. Da bin ich halt mal gespannt, wie gerendert die ganze Geschichte sein soll, weil GTA Vice City, das wird eine riesen Map, doppelt so groß wie GTA 5, das wissen wir ja mittlerweile schon mehr als zuhauf. Aber dann nochmal eine extra Stadt neu zu, ich sag mal, simulieren für ein paar Missionen. Wer weiß, wie vorgerendert das ist. Müssen wir mal warten. Vielleicht sind es auch Cutscenes. Bin ich mir nicht so ganz sicher, aber es wäre geil. So ein paar Ortswechsel. Jetzt kommt wieder ein Leak, wo ich mir denke, was? Geht ja ein bisschen drüber? Wetter beeinflussen? Wie? Es soll wirklich laut Leaks ein Device geben, ein Gerät, mit dem du selber sagen kannst, so, ich habe jetzt richtig Bock auf Schneesturm. Also jetzt mal ganz übertrieben gesagt, was weiß ich, du kannst einen Regensturm herbeibeschwören oder keine Ahnung, einfach Scheißwetter, schönes Wetter, weiß der Geier. Also als ich das erstmalig gehört habe und ich habe es nicht nur von einem Leaker gehört, war ich mir nicht so sicher, warum. Aber okay, du kannst in GTA 5 UFOs beschwören oder durch Missionen UFOs sichten. Finde ich geil. Das Thema greife ich übrigens auch nochmal in GTA 6 auf in einem Extra-Video. Ja, da auch, kotzt euch mal in den Kommentaren aus. Was heißt auskotzen? Ich finde das alles irgendwie geil, aber ich weiß noch nicht so richtig, was das bringen soll und was,
Mal gucken wir mal. Mikrofoninteraktionen, da bin ich gespannt. Wenn du an deiner Konsole spielst oder an deiner PlayStation-Konsole, an deinem PC wollte ich sagen, du hast ein Headset auf und das ist alles schön miteinander gekoppelt und du hast dein Mikrofon offen. Du klappst das hier aus, setzt das auf und fängst an zu labern. Dann kann das sein, dass wenn du das Mikro offen hast, dass je nachdem, auf welcher Sprache du wahrscheinlich sprichst, und ich gehe davon aus, es muss Englisch sein, dass du bestimmte Befehle durch dieses Mikrofon ins Spiel wiedergibst, dass du vielleicht irgendwie, wenn du an einem NPC vorbeiläufst, vielleicht in dein Headset pöbelst und der das rafft und dann kriegst du vielleicht erstmal einen reingeballert. Ungefähr so habe ich den Leak verstanden. Alter, das ist eine richtig, richtig geile Sache, wenn das so wäre. Im Endeffekt ist das wie so ein bisschen wie der Proximity-Chat in dem neuen Call of Duty, nicht Modern Warfare 3, was jetzt demnächst rauskommt, sondern in War, ich weiß nicht, ob das nur in Warzone so war, aber da hast du, wenn du dich den Gegnern genähert hast und die haben alle diesen Proximity-Chat an, konntest du die Gegner hören, wie die sich unterhalten durch ihr Headset, feindliche Teams. Das ist so eine mega geile Funktion, macht euch mal den Spaß und googelt oder auf YouTube Proximity Chat Modern Warfare 2. Da gibt es so geniale, grandiose Clips und ich könnte mir vorstellen, dass sowas ähnliches halt mit NPCs, ich weiß es nicht, im Online-Modus könnte ich mir vorstellen, dass das dann auch irgendwie mit Einzug hält. Das ist auf jeden Fall eine richtig coole Funktion. So, wo sind wir? Wir sind bei Nanodrohnen. Nanodrohnen, die du steuern kannst, um feindliche Informationen auszuspionieren, Orte auszukundschaften. Eine der wenigen Beispiele, die man mit Nanodrohnen machen kann. Es soll Red Dead Redemption-Style, soll es in GTA 6 Pferde geben, die man reiten kann. Gehen wir mal ein bisschen schneller voran. Es soll also Raumstationen geben. Ich bin mir jetzt nicht so ganz sicher. Wir spielen natürlich in Miami, Florida. Es gibt verschiedene POIs, Point of Interest, die natürlich Miami oder Florida nachgeahmt sind. So wird es wahrscheinlich so sein, dass das NASA-Gebäude in GTA 6 vorhanden sein wird. Ob da jetzt NASA draufsteht, keine Ahnung. Es wird wahrscheinlich irgendwas anderes draufstehen. Wahrscheinlich aber 1:1 kopiert. Und es kann sein, dass wir eine Raumstation besuchen können. Damit verstehe ich natürlich im Weltall die ISS zum Beispiel. Bin ich mal gespannt, ob das wirklich so passieren wird. Wenn es nur für eine Mission ist, müssen wir mal sehen. Wieder ein Leak, wo ich mir sage, schon wieder sowas Krankes. Träume beeinflussen, sowohl bei dir selber als auch bei NPCs. Vielleicht ein NPC, eine wichtige Person für eine wichtige Mission, die du von einem gewissen Teil, von einer bestimmten Sache überzeugen möchtest. Vielleicht ohne Gewalt, ohne Drohungen, keine Ahnung. Und dann pennt der vielleicht irgendwo, du verabreichst dem irgendwas. Und du kannst so vielleicht einen Traum beeinflussen, indem er dann über diesen Traum eine bestimmte Entscheidung fällt, die du so beeinflussen wolltest. Irgendwie so verstehe ich. Das ist auch so eine abgespacete Geschichte, wo ich mir denke, ob das wirklich kommt. Aber wie gesagt, es ist GTA. Oh, dynamische Missionen, das finde ich ein Feature, das finde ich richtig, richtig geil, was uns aber auch garantiert oft zur Verzweiflung bringen wird. Es gibt hier und da in GTA, in jedem GTA, irgendeine Mission, die uns zur Verzweiflung bringt, weil wir sie einfach nicht schaffen. Thema Schwierigkeitsgrad zum Beispiel gab es ja bis jetzt nie. Und wenn eine Mission eben schwer war, dann war die eben schwer. Und es soll wohl so sein, dass wenn wir eine Mission mehrfach starten, weil sie scheitert, sollen diese Missionen dynamisch sein. Das heißt, nicht jede Mission läuft genauso ab wie die davor. Ob das jetzt bestimmte NPCs sind, die irgendwo langlaufen, die da gerade beim ersten Versuch nicht lang gelaufen sind, irgendwelche Aktionen, die dich vielleicht veranlasst haben, die Mission scheitern zu lassen, und dann passiert im zweiten Versuch vielleicht noch was Krasseres und du kriegst es erst recht nicht gebacken. Also es soll so sein, dass keine Mission wie die andere ist, obwohl es dieselbe Mission ist, einfach nur ein neuer Versuch. Da bin ich wirklich gespannt, was das für einen Einfluss nimmt und wie das umgesetzt wird. Und der letzte Leak. Kennt ihr den Typen von YouTube? Go to the Gym. Geht ins Fitnessstudio. Haltet euch fit. Esst gesund. Und warum sage ich das? Das ist ein Leak. Man wird, wenn man nicht auf sich achtet, fett in GTA 6. Deswegen, pass auf, was du isst. Pass auf, dass du dich fit hältst. Das klingt jetzt alles ein bisschen banal. Ich bin jetzt hier nicht der Gesundheitsexperte für euch im echten Leben, aber es ist Fakt. Realismus wird groß geschrieben in GTA 6.
Du musst Ausdauer haben in GTA 6. Ist ja logisch, du bist ja ständig auf Achse, musst ständig irgendwelche Leute wegballern. Und wenn du immer fetter wirst, weil du dauernd irgendwelches ungesundes Zeug in dich reinballerst, wirst du langsamer, du kannst nicht mehr so schnell rennen, deine Ausdauer geht flöten, deine Gesundheitsregeneration, dein Schlaf wird negativ beeinflusst und so weiter und so fort. Thema Stresspegel, Stresslevel. Und wenn du einmal einen bestimmten Stresslevel erreicht hast, wer es noch nicht mitbekommen hat, ich bin mir jetzt noch nicht so sicher, ob ich das in irgendeinem Leaks-Video schon erzählt habe. Es gibt ein Stress-Level-System für jeden Charakter und jeder Charakter reagiert unterschiedlich stark auf gewisse Situationen wie Schießereien, Verfolgungsjagden und so weiter und so fort. Und wenn du eben richtig schön fett bist und dein Schlaf leidet, regeneriert sich dein Körper schlechter, dein Schlaf wird auch schlechter, weil dein Stresspegel zu hoch ist und so weiter. Extrem viele Faktoren, die deinen Körper beeinflussen. Also go to the fucking gym. Nichts anderes. Und natürlich vernünftig essen, das gehört auch noch dazu. Ladies and Maza, Unfuzzing Gentlemen, nach 15 Minuten bin ich mit 20 Leaks durch. Heute habe ich mal ein bisschen mehr zu erzählen gehabt, weil wirklich ein paar Sachen dabei sind, wo ich mir dachte, was zum Teufel geht ab? Und ich bin auf eure Kommentare gespannt, was ihr von diesem ganzen Spaß haltet. Verbleibe mit freundlichen Grüßen, wünsche euch noch einen schönen Tag, haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.